So, letzte Aufnahme für heute. Wir kommen bei Rizzy 4 weiterhin. Nehmen, Louis Notiz 5. Von Beginn der Forschung an haben wir nach einer Methode zur sicheren und praktikablen Beseitigung der Plagas gesucht. Ironischerweise hat sich herausgestellt, dass es bei dieser Forschung nicht um die Beseitigung der Plagas aus dem infizierten Körper ging, sondern darum, um eine Methode zu entwickeln, die das Entfernen verhindert. Schließlich fanden wir heraus, dass die Plagas entfernt werden können, wenn man sie bestimmter Bestrahlung aussetzt. Der einzige Nachteil dieser Methode ist, dass sie sehr schmerzhaft ist, da die Plagas sich an die Nerven haften. Besteht das Risiko, dass das Bewusstsein des Wirts dadurch beeinträchtigt wird. Ein weiterer erwähnenswerter Fakt ist, dass die Prozedur den Wirt töten kann, wenn die Plagas adultes Stadium erreicht haben. Wenn man sich die Alternative überlegt, ist das aber vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. Oh, ein Waffenhändler, super. So, ich könnte jetzt eigentlich die Ashley füttern. Ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt. Auch wenn sie Full Life ist. Egal, das hat sie verdient. Welcome. Dann stirbt die mir nicht so schnell weg. Got a selection of good things on. What are you buying? So, die Broken Butterfly. Oh, das ist natürlich übel. Feuerkraft ist immer gut. Erhöht die Feuergeschwindigkeit. Wäre natürlich auch nice, kostet aber 80.000. Die TMP könnte es auch noch mal verkraften. Ja, das stimmt. Back anytime. What are you buying? Habe ich überhaupt noch genug für die TMP alias Conch? Ja, habe ich. Thank you. So, die können wir noch mal machen. Später. Ja, aber das passt schon. What are you selling? Blendgranate hat uns eigentlich gut gefallen. Is that okay? Thank you. So, das hat uns jetzt alles voll. Können wir eigentlich noch irgendwas abtunen? Ich glaube nämlich, so langsam geht es dem Ende zu. Oh, Schrotgewehr auch noch. Shit. Da hätten wir auch noch was machen. Ja, ist egal. Komm, passt schon. Kriegen wir schon hin, Ashley. So. Hoffentlich habe ich die nicht mehr lange an der Backe. So, jetzt werfe ich gleich die Blendy. Oh, die Kleine, wie sie betet. Mit diesem Apparat können wir... Da gibt es wirklich nur einen Weg, das herauszufinden. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ja. Alright. Here goes nothing. Ah!
How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. Ah, der Ashley tut das ein bisschen mehr weh. You okay? No. I don't know about you, but I think it's time we go home. Ja, Trefferquote, nun das letzte Kapitel. Aber wir sind endlich losgeworden. Halleluja. Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Hauptsache, wir sind noch am Leben. Ja, da hast du recht. Das braucht nicht mehr verwendet zu werden. Ja, ich glaube auch. Gott sei Dank, der Parasit entfernt. Ich... Warte mal. Ja, alles gut. Unsere Aufgabe, die Macht der USA ist auf drei Gebiete verteilt. Das Justizministerium, die Verwaltungsorgane und das Militär. Um an diese Macht zu gelangen, müssen wir Los Eliminados zuerst die Ratgeber des Präsidenten beeinflussen. Sollte die USA hinter unserem Plan kommen, wäre der Schaden gering. Wir wären noch immer in der Lage, das Land wie geplant zu vernichten. Wir machen uns die Internationalität ihrer Macht zunutze und unterwerfen die ganze Welt. Falls unser Plan doch nicht reibungslos läuft, wie erwartet, kommt Plan B zum Einsatz. Wir infiltrieren die USA mit unseren infizierten Leuten. Angst und Chaos werden sich wie ein Virus verbreiten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Land seine Stabilität verliert. Und wenn es schwach ist, werden wir aktiv. In beiden Fällen kann uns niemand davon abhalten, die Welt zu beenden. Gut, aber ich will hier trotzdem nochmal weiter den anderen Weg nochmal kennen. Hier warte ich noch ein bisschen, bis ich wieder ein grünes Kraut finde, in der Hoffnung, dass ich das wieder der Ashley geben kann. So, hier gibt es zwei Wege. Ich glaube, den Weg bin ich gegangen. Oder kam ich von da? Genau, von da kam ich und da habe ich, glaube ich, die dicken platt gemacht, glaube ich. Oder kam ich von hier? Ah, hier ist der Waffenhändler, okay. 26.000, kann ich noch irgendwas bei dir upgraden? Weil ich glaube, so langsam geht es wirklich dem Finale hinzu. Ah, die würde ich so gerne machen, ey, aber... Come back anytime. What are you buying? Schrotgewehr, TMP. Na, ich mach das nochmal. Ich denke mal, ich nehme das Schrotgewehr. Passt. Ist zwar nicht viel, was wir bekommen haben, aber... So, da unten links können wir lang, aber was bringt mir das? Ich weiß es eigentlich, ehrlich gesagt, nicht. Was mir das bringt, wenn ich hier lang gehe. Ah, hier kann ich mich nochmal in Ruhe umgucken. Komme ich nochmal in den Raum zurück, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Kann ich hier nochmal alles in Ruhe gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Nee. Nein, gibt's nicht. Nein, nicht. Okay. Dann halt nicht, dann ist das so. Wieso? Ah. Irgendwie
Nice. Sehr nice. Gefällt mir, dass ich da nochmal zurückgekommen bin. Magnum Mundi, Magnum Mundi, Magnum Mundi, Magnum Mundi. Entschuldigung. Ja, genau. Wir gehen jetzt... Ja, komm, weiter. Wir haben Kohle ohne Ende. Beziehungsweise Kohle nicht, aber dafür haben wir Geld ausgegeben ohne Ende. Und dementsprechend... können wir auch weitergehen. Ja, ich hab so meine Ahnung gehabt. Ja, aber bevor es hier weitergeht... Eine Brandgranate. Ein Waffenhändler, eine Schreibmaschine. Oh, erstmal speichern. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, ob... Ich glaube, das war's jetzt. Ich nehme jetzt nicht so lange auf, aber es kann natürlich... Ja, wenn hier ein Waffenhändler ist, gibt... Something's not right. Ashley, you stay here. Genau das wollte ich nämlich vermeiden. Ich wollte nämlich hier noch nicht hoch. Ada! So, kommt noch, Leute. Kommt noch. Macht euch mal keine Gedanken. Ich will nämlich ab dem Checkpoint speichern. Oder, Moment. Och, hier geht's ja gar nicht hoch. Oh. Ich habe gedacht, hier geht's nämlich noch hoch, weil das so aussah wie ein Aufzug. Aber okay. Dann kriegt das die Ashley. Dann ist sie nämlich auch fast fertig. Oder fast voll. Und... Ja. Genießt die Show. Kann ich Pause machen? Nein. Okay. Ach komm, scheiß drauf. Ich mach das jetzt... Ich hau das jetzt hier durch. Da hat der Settler also die... Ada gefangen. Die lässt sich doch sonst nie fangen. Better try a new trick, 'cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Na lecker. Ada, stand back. Lecker. So, jetzt machen wir die Drecksau fertig, Leute. Der hat unseren Mike platt gemacht, also... Alter. So wie es aussieht, müssen wir an die Augen rankommen. Damit der sich nicht bewegt, müssen wir Notfallaufzug sperren. Okay. Hast du dir so gedacht, du dreckiger Sack, ja?
Ja, komm, passt. Schaffst du schon, Leon. Shit. Ja, dann komm mal her. Doch, der ist mir zu schnell. Ja, was ist dir so gedacht, du Arsch. Und jetzt schön mit dem Messer wieder ins Auge rein. So, wir müssen hier rüber. Na komm schon, Leon. Schaffst du schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Ja, braver Junge. Good boy. So. Ja, hast du ja so gedacht, hey, Drucksack. Na komm her. Ich krieg dich. Ich krieg dich noch. Klettern, ja. Drauf. Ja, komm schon, komm schon. Und zack. Und yes. Wir können natürlich das auch die ganze Sache mit Granaten und so machen. Aber ich nehme lieber das hier. Ja. Drecksack. Guck's aber. Granate hebe ich mir auf den Fall, dass ich nicht rein, dass ich nicht zurückkomme. Ja, schön in die Fresse, ne? Da guckst du blöd. Das Problem ist, ich glaube, das wird ein endlos Kampf. Ach, scheiße. Sorry, Leon. Da musst du jetzt mal durch. Jetzt rüber hier. Na komm schon, rüber, 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 rüber. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Wir sind gut bestückt, muss ich sagen. Also ich habe jetzt kaum Probleme oder irgendwie gefühlt. Na komm her. Das war Mist. Jetzt muss ich das so machen. Ah, scheiße. Jetzt wird es nämlich interessant. Ja, komm, übertreib. Na, tut's weh. Ernsthaft. Randy hat so viel Damage gemacht bei dir. Ich könnte den ganzen Scheiß natürlich auch abkürzen. Alter! Jetzt wird er aber aggressiv, ja, der Kleine. Der frisst aber doch ganz gut, habe ich so das Gefühl. Weißt du was, scheiß daran drauf, jetzt kriegt er eine mit dem Magnum. Ja, super. Nice. Jetzt wird's interessant. Wo hast du den denn hingelegt, Ada? Ja, schön, dass es nicht angezeigt wird.
mal da. So, der macht natürlich brutalen Damage. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch überhaupt genug Platz für den habe. Ja, Platz habe ich. Ich glaube, es ist auch, besteht auch die Möglichkeit, das mache ich jetzt hier nicht, weil ich nicht lebensmüde bin, dass man den nicht benutzt. Yes. Ja. Super. Bam. Friss. Muss ich jetzt... Nee, das passt noch alles gut. Oh, Settler-Loot-Drecksack. Der war schon echt... Jo. Kohle. Endlich. Und die Probe. Die wollen natürlich alle haben. Sorry, Leon. Hand it over. Ada. You do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Ey, da du knilchst. Cool, ey, was hast du getan? Gut, ich glaube, es war gar nicht mal so... Very cute. Very cute. Ein Jetski-Schlüssel. Ja, jetzt müssen wir aber hier los. Huni. Hunderttausender. Nehme ich mit. Ich werde jetzt hier keine Zeit in so einen Scheiß verschwenden. Ich gehe jetzt runter, hol die Ashley und weg hier. Packe ich noch alles in ein Video. Komm, scheiß der Hund drauf. Lauf, 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 Ashley! Leon! We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? It's gonna what? Mach's gut, Waffenhändler. Können das ganze Geld natürlich nicht ausgeben. Hat aber... Wir sind eigentlich gut gerüstet. Jetzt kann ich endlich mal mein Inventar sortieren. Die Zeit bleibt natürlich stehen, während ich hier rumhantiere. Ich weiß. Das ist sehr... schlau. Das kann man so lassen, obwohl die packe ich da noch dahin und dann habe ich hier noch Platz, das verkaufe ich eh bald. Die Esche lasse ich jetzt hier stehen. Nee, natürlich nicht. Das hätte die ganzen gelben Kräuter nicht bekommen. Hier gibt es nichts mehr, hier ist nur noch weg. Jetski-Schlüssel verwendet. Hang on, sweetheart. Hang on, sweetheart. So, wir müssen jetzt hier los. Was haben wir hier noch? Wow, 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 wow. Komm schon, komm schon. Ja. Yeah. Ja, wir haben noch Zeit. Nee, haben wir nicht. Haha. Einfach festhalten. Leon gibt Stoff. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber jetzt können wir beschleunigen. Na, komm schon. Und die halten uns auch nicht mehr auf. Das, was wir jetzt hier schon gemacht haben. Das ist das Kleinste.
Doch. Ashley! Ashley! Where are you? Leon! Doch, wenn ich das noch einmal hören muss, ey, von der. Dann kacke ich aber echt ins Wasser. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you. Ich wusste, dass du sagen würdest, aber man kann ja Mama fragen. So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Sie ist ein Teil von mir, von dem ich mich nicht trennen kann. Lassen wir es dabei. Genial. Leon, der kleine schwere Nöter. Gibt der alten Kleinen echt noch einen Korb. Und versucht hinter der Dame hinterher zu heigern. Schön. Cooles Game, auf jeden Fall. Sehr nice gemacht. So, ja. Jetzt gucken wir uns noch den Abspann an. Von ein paar wunderbaren Leuten. Naja, die Musik war jetzt nicht ganz so geil. Oder, naja. Kann man das überspringen? Ja, kann man. Sorry. Dargestellten Figuren sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit noch lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Dieses Spiel ist durch die Gesetze der Polizeibehörde von Raccoon City geschützt. Hannigan, is that you? Finally, the line endlich, die Leitung ist wieder in Ordnung. Hey, Hannigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Dass ich noch im Dienst bin. Story of my life. Das Leben des Hunter. Ernsthaft? Hat er versucht, die Hannigan klar zu machen? Oh Mann. Ergebnis, ja komm. Du kannst jetzt einen Endloswerfer und eine Matilda vom Händler kaufen. Oh, speichern. Ja, natürlich. Oh yeah. Eine Matilda. Die Matilda ist ganz cool. Die können wir beim Nick, können wir uns demnächst mal rangucken, vielleicht im Stream nochmal oder so, aber auf jeden Fall, jetzt kommen die Extras und die Credits und ach ja, Leute, hier, macht's gut, haut rein, tschüssi.